Ab jetzt. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei uns im Yachthafen von Traben-Trarbach bei minus 3 Grad. Wir sind froh, dass die Sonne etwa vor einer halben Stunde rauskam und die Boote so langsam am Abtauen sind. Uns ist allen kalt, deswegen werde ich vielleicht auch ab und zu mal die Hände in der Hosentasche stecken haben, weil wir schon seit über einer Stunde hier sind. Wir sind ja gestern das erste Mal live gegangen mit den Axtopars und der Nimbus-Flotte, wobei wir gestern mit der Nimbus-Flotte gestartet haben und heute starten wir eben mit den Axtopars. Ja, wir hatten gestern so ein paar holprige Parts. Wir haben das auch zum ersten Mal in der Art und Weise mit der Anzahl von Schiffen gemacht. Deswegen möchte ich mich entschuldigen, wenn da vielleicht nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber ich glaube, wir haben am Intro jetzt schon gemerkt, dass wir lernfähig sind als Team. Und ja, ich glaube, der Einstieg war schon mal auf einem ganz anderen Level, wie das gestern war. Wir beginnen wieder mit der Axtopar 28. Cabin, in dem Fall hier mit Achterkabine und der Doppelmotorisierung. Die Axtopar 28 Cabin ist das älteste Modell, was es von Axtopar gibt. Das erste Modell in dem Moment hier als schon in der zweiten Generation bzw. zweieinhalbten Generation, weil das Dach im letzten Jahr schon auch noch mal gefaceliftet wurde. Die Axtopar 28, als sie auf den Markt kam, war sie auch für mich bzw. für mein Team als Boot sehr zu hinterfragen. Also als ich das erste Mal das Schiff in Göteborg gesehen habe, war für mich ein Außenborderboot mit einer Kabine, damals relativ boxy vom Aussehen her, ein Schiff, was ich nicht glaubte, dass man das in der Anzahl verkaufen kann, wie wir das glücklicherweise getan haben in den letzten sieben Jahren. Das Boot hat sich seitdem enorm entwickelt und ich habe selber in Urlauben und natürlich in den vielen Verkäufen, Übergaben und Erfahrungsberichten von Kunden, die sich für dieses Produkt entschieden haben, erfahren, erlebt, was es heißt, ein solches Bootskonzept, was ich glaube ich in der Art vorher gar nicht auf dem Markt gab, zu nutzen und zu genießen. Man hat in dem Fall ein Boot, was allwetterfähig ist, was Fahreigenschaften hat, wie es keine andere in der Art auf dem Markt gibt, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz hat man mit den Sonnenliegen, mit dem Tisch vorne, mit dem groß zu öffnenden Dach eine unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, die bis dato nicht vorhanden waren im Markt. Und ja, ein Cabin-Boot, 9 Meter, Walkaround, Außenborder, Sonnenliege. Das ist ein Weltboot geworden. Die Boote werden gefahren von Kolumbien bis Australien. Ich weiß nicht, wenn Sie ein bisschen die Social Media verfolgen. Sie werden überall auf der Welt gefahren. In Russland, wie in Finnland, in Australien, wie in Kanada. Ich glaube, es gibt kaum einen Bootshersteller, der es in so kurzer Zeit geschafft hat, ein Produkt zu entwickeln mit den Genen, die eigentlich aus Finnland kommen, sie aber mit Aspekten für andere Länder zu kombinieren und es damit auf die ganze Welt geschafft hat. Und auch in großem Maße natürlich bei uns nach Deutschland. 28 Cabin, machen wir mal die Tür auf, in dem Fall jetzt hier in der Ausstattung Petrol, das ist das neue Grau für 2022. Wir haben das Information Display, das heißt, das sind die zwei Kartenplotter hinter einer Glasscheibe. Dadurch sieht das Armaturenbrett super modern aus, sehr state of the art. Auf dem Schiff kommt es schön warm, weil die Hände ein bisschen wärmen, weil wir natürlich die Standheizung laufen haben. Das zeigt auch ganz gut, dass all diese Schiffe jetzt hier, wie gesagt, lagen bei minus 3 Grad im Wasser. Wir haben ja heute einen traumhaft schönen Tag. Man kann sich jetzt könnte sich gut vorstellen, gerade mit dieser 28 Cabin jetzt hier, Türen zu, Heizung an, Dach ein bisschen auf. Ich öffne das Dach mal gerade ein bisschen. Könnte man die Sonne genießen an einem Wintertag. Und das geht, würde ich sagen, mit kaum einem Boot in der Bootsgröße
so gut wie mit der Axopar 28. Jetzt, wenn ich jetzt die Türen zumache, die Heizung läuft schön warm, bläst raus. Und ich kann hier die, also die Sonne steht halt noch ein bisschen da drüben, aber ich stehe im Sonnenlicht. Ich sag mal, ist vielleicht Februar nicht der allerbeste Monat, weil die Sonne auch nicht so wärmt. Aber ich sag mal, so Tage wie heute hat man ja auch gerne im März oder im April, zumindest hier in Deutschland. Man kann von da oben rein nochmal filmen, nochmal, was viele Leute, was heißt eigentlich diese Achterkabine? Achterkabine, man klappt das Ganze hier so hoch, kann es oben einhängen und dann haben wir eben unten eine Kabine zum Schlafen, beziehungsweise natürlich auch Stauraum. Alternativ zu dieser Achterkabine gibt es, das nennt man das modulare System, gibt es alternativ eine Wetbar, beziehungsweise eine Sitzbank, beziehungsweise ein komplettes offenes Achterdeck. Haben wir schon irgendwelche Fragen? Nein. Nein, okay. Was haben wir neu auf dem Schiff? Was es, sagen wir, bis dato nicht gab, sind die Fernhauptschalter. Die gibt es seit dem letzten Jahr. Das heißt, wir können bei der Axopar 28 war bis dato immer die Notwendigkeit, die Hauptschalter sitzen dort hinten. Dass man immer die Sitzgruppe hochklappen musste, um die Hauptschalter, wenn man an Bord kommt, einzuschalten. Das ist inspiriert von der Axopar 37. Dort haben wir auch diese Fernhauptschalter. Position am Fahrstand, geht alles ums Fahren, wie wir die Schaltung zugänglich, also wie das alles ergonomisch ist. Lenkrad, Trimklappen, Bugschraube, die Sicht, die zwei Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage. Also das ist, die, wenn man sieht, diese komplette Panorama-Frontscheibe gibt ein unheimlich gutes Fahrgefühl am Fahrstand hier von der Axopar 28. Wichtig ist, warum fahren die Axopars so gut? Man sieht das ganz, vielleicht kann man das sehen. Also ich stehe jetzt hier etwa 5, vielleicht 8, 10 cm über der Wasserlinie. Ähnlich wie man das beim Sportwagen hat, hat man beim Boot auch die Situation, dass Low Center of Gravity, das heißt der niedrige Schwerpunkt, ist elementar dafür, wie gut oder wie stabil ein Schiff läuft. Wenn man jetzt mal vorstellt, ich mit meinen 80 Kilo, ich stelle mich hier auf die Seite und es passiert überhaupt nichts. Das heißt, ich bekomme, vielleicht kann man mal gerade sogar von ganz hinten zeigen, dass ich kaum, obwohl das Schiff ja kein riesiges Boot ist, dass ich kaum eine Lage hinbekomme. Und wenn ich hier unten das mache, noch weniger, weil je tiefer ich bin, desto weniger Lage bekommt ein Schiff. Und das ist der Schlüssel der gesamten Axopar-Serie, ist dieses Low Center of Gravity oder der niedrige Schwerpunkt. Ähnlich wie beim Sportwagen, nur bei einem Fahrzeug, bei einem Auto, hat man die Möglichkeit, das Ganze mit dem Fahrwerk noch auszugleichen, was man natürlich beim Boot nicht hat. Eine Frage, ja? Der Alexander möchte gerne wissen, du stehst ja jetzt im Bugbereich, ja, wo der Tisch mit der Sitzbank ist. Ist eine Planung für eine Axopar 28 mit einer Frontkabine ähnlich wie auf der Axopar 37, wo eine Bugkabine existiert? Also für die Axopar 28 eine Bugkabine? Nee, also die Axopar 28 ist ein Modell, erstmal steht so, da wird es bestimmt einen Nachfolger geben, aber da gibt es überhaupt noch keine Informationen zu, wie, ob dort eine Art, wie sagen wir, die Axopar 25 hat ja zum Beispiel, das ist das erste Modell, wo Axopar einen Schritt gegangen ist zu einer Bugkabine, aber wie eine neue 28 aussehen wird, habe ich noch keine Informationen. Eine zweite Frage vom Frank, die geht jetzt auf die Bravos 500, aber das gleiche gilt auch für die Axopar 28. Ist die Axopar 28 bzw. die Shadow 500 trailerbar mit Kabine? Ja, also das hat sehr viel, also ich weiß nicht, wir haben uns letztes Jahr für die Firma in Zuge Corona ein Wohnmobil gekauft, ist egal welcher Hersteller, damit die Techniker oder hier der Nico, also wir haben das Team auch noch nicht vorgestellt, muss ich gleich nochmal sehen, aber Schiffe, wo wir Schiffe mit ausliefern gehen. Und bei diesem ganzen Wohnmobilgeschehen geht ja alles immer um die 3,5 Tonnen, ähnlich wie wir das hier auch haben, dass das Fahrzeug dann eben nicht, dass man weiterhin über 80 km/h fahren darf. Und bei diesen ganzen Wohnmobilen geht es dann im Endeffekt darum, wie viel Ausstattung packe ich in das Wohnmobil? Habe ich Full Option? Dann kann ich maximal noch meine Frau und vielleicht ein Kind an Bord bringen. Und wenn ich das Fahrzeug im Low-Spec nehme, dann passt es. Und das ist die Antwort hier. Wenn ich eine einmotorige 28 nehme, mit möglichst wenig Ausstattung,
und nehme dann noch einen leichten Trailer, dann ist die Trailerbar. Aber ich brauche eine Sondergenehmigung, weil wir über 2,55 breit sind, das heißt 2,95 breit. Also ich brauche für jedes Land, was ich durchfahre, eine Sondergenehmigung. Also zusammenfassend, sie ist Trailerbar, aber sie ist kein typisches Trailerboot. Weil ein typisches Trailerboot ist für mich ein Boot, wo ich keine Sondergenehmigung brauche, wo ich auch noch meinen Urlaubsartikel an Bord schmeißen kann, die ich nicht im Auto mitnehmen möchte, um dann in Urlaub zu fahren. Also Trailerbar, aber nicht trailertypisch. Okay, weitere Frage zur Sparsamkeit bzw. Zu den Motoren. Wenn wir einen der beiden Motoren hochtrimmen, in Verdrängerfahrt und nur mit einem Motor fahren, ähnlich wie wir das bei Segelbooten oder Katamaranen machen, ist das Boot dann sparsamer? Ich kann es nur beantworten von den Nimbus-Booten, von den doppelmotorisierten 365 zu einmotorisierten 365, wobei da kann man natürlich die, weil es eine Wellenanlage ist, die eine Maschine nicht wegnehmen, da ist die Sparsamkeit irrelevant. Da kann man nur Motorstunden sparen. Also sie sparen sich an sich 50% der Motorstunden, was natürlich dann die Laufleistung pro Jahr, da man ja nach 100 Stunden Inspektion machen muss, kann man dadurch die Laufleistung der Maschinen reduzieren. Das müsste ich ausprobieren, machen wir gerne. Können wir die Tage, also gibt es dann einen Kommentar, am besten vielleicht eine E-Mail schreiben und dann testen wir das gerne. Ich weiß es nicht, haben wir noch nicht getestet. Was interessant ist, das weiß der Tom von Mallorca auch, weil wir das getestet haben für Tenderboote und auch im Charter, wenn das so käme, dass wir den Leuten, was noch nie so war, aber denen eine Aussage oder eine Empfehlung geben können, was man kann, wenn ein Motor hochklappt oder wenn man einen Motor hochfährt, kann man mit dem anderen die Schiffe noch ins Gleiten bringen. Und das ist, glaube ich, ja, also das ist, finde ich, unique, dass man sagt, Achse bei 37 oder 28, ein Motor defekt, aufgefahren, Propeller kaputt, Flowtor kaputt. Ich kann einen Motor hochklappen und ich muss nicht im Verdränger nach Hause fahren, sondern ich schaffe es bei der 37, weiß ich, schafft man so 17, 18 Knoten und das Schiff ist dann schon am Gleiten. Bei der 28 haben wir das, glaube ich, noch nicht getestet, nein, aber wird genauso sein. Es wird oft gefragt, kann ich auf ein zweimotoriges Boot eine einmotorige bauen? Kann ich auf ein zweimotoriges Boot einen Yamaha aufbauen? Was ist da möglich? Grundsätzlich ist das Heck der zweimotorigen Axopa 28 etwas anders geschnitten, die Badeplattform und auch der Wasserskibügel wie bei der einmotorigen. Das heißt, ich muss als Lieferant vorher entscheiden, bestelle ich das Boot als einmotoriges oder zweimotoriges Schiff? Wenn ich ein zweimotoriges bestelle, können wir das Boot nicht mit einem Nicht-Mercury Pre-Rig bestellen. Das ist eine Vorgabe vom Hersteller. Das heißt, wenn man auf Doppelmotorisierung geht, geht sowieso nur Mercury. Nichtsdestotrotz haben wir in vielen, vielen, vielen Axopas, die wir in den letzten 6 Jahren verkauft haben, sowieso nur bis dato Mercury-Motoren geliefert, weil das auch unserer Meinung nach das beste Setup ist. Ich sage nicht, das weiß ich gar nicht, dass es der beste Motor ist. Es gibt bestimmt andere Motoren, die vielleicht sogar noch besser sind. Ich bin kein Ingenieur, das kann ich nicht sagen. Ich bin aber, möchte ich sagen, ein erfahrener Bootsfahrer. Und ich möchte behaupten, dass das Setup auf der Axopa von Mercury, das Boot und der Motor sind perfekt aufeinander abgestimmt. Gewicht, Propeller-Setup, Avionik, Schaltung, was ich eben gezeigt habe, wie die Schaltung am Fahrstand sitzt, Displaygrößen, Displayqualität. Ich glaube, man sollte nicht sich das Ganze einfach nur runterbrechen auf einen Motor, das heißt also den Motor an sich, die Leistung, den Verbrauch, sondern auch das ganze Produkt sehen, nämlich mit dem Boot zusammen. Und da ist der Mercury-Motor unschlagbar zusammen mit der Axopa. Da hat die Feuerwehr Dram Drawach, die machen heute wahrscheinlich Ausbildung, die haben auch 2 Motoren von uns bekommen. Sollen wir weiter oder? Oder ich kann noch was kann man gar nicht noch sagen? Axopa 28, der Mast oben, da ist natürlich Platz für den Suchscheinwerfer und fürs Radar. Wir haben bei der Axopa 28 auf der Backbordseite die Heckdusche, die gibt es nicht mit warmem Wasser, wie aber bei der 37 gibt es sie mit warmem Wasser. Fender Storage auf beiden Seiten. Hier das Boot hat eine Scheibenfolierung, das wird bei uns gemacht, haben wir gestern schon mal gezeigt. Dadurch ist die Sicht nach innen rein, also man ist etwas optisch geschützt, wenn man mit dem
Boot unterwegs ist und es hilft auch, gib mir mal gerade mal das Handy einmal, es hilft auch bei, und da kriegt man ein ganz gutes Gefühl, jetzt, wenn man innen drin ist, ist der Unterschied gar nicht so groß. Also diese Scheibe ist nicht foliert, ist original, die Scheibe ist foliert. Die Scheiben sind foliert, 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 foliert. Wenn sie doppelt sind, ist es natürlich sehr dunkel. Wieder foliert, foliert und das nee, wieder nicht. Aus meiner Sicht gibt das ein bisschen Privatsphäre. Da drüben die Brabus im Verhältnis hat keine Scheibenfolierung. Patrick, eine Frage von Alexander. Können wir auf einer Axopar 28 wie auf der Axopar 37 eine Solaranlage installieren? Ja, kein Problem. Und lädt die dann alle drei Batteriegruppen? Also Solaranlage ist kein Problem. Mit dem neuen Dach, also es muss das aktuelle Modell sein mit dem Dach. Dann hat man genau hier diese Fläche. Dort passt ein 80 Watt Panel, meine ich, passt dorthin. Das von, also ganz flash verbaut, kann man sehr ähnlich zur Axopar 37. Welche Gruppen damit geladen werden, hängt eigentlich vom Solarregler ab. Es gibt Solarregler mit, also der Eingang, wie viele Ausgänge hat der? Und wenn man möchte, kann man alle drei Batterien damit laden. Standardmäßig von Axopar gibt es das Solarpanel gar nicht. Das heißt, das wird bei uns auf eingebaut. Das kann man, also Entschuldigung, dahin gucken. Kann man natürlich immer, kann man sehr gerne alle drei Batteriengruppen laden. Wobei das dann fix aufgeteilt wird. Oft möchten die Leute es aber nur auf die Versorgung haben, weil natürlich dort der meiste Verbrauch ist in Bezug auf den Kühlschrank und so weiter. Also man kann es nicht, also ich kenne keinen Solarregler, den man irgendwie schalten kann und sagen kann, der soll erst die Starter laden und dann die Versorger oder so. Also von der Seite, also ich, normal ist das fix aufgeteilt. Von der Seite ist mein normal Favorite, auf die Versorgung zu gehen. Hier vorne kann man natürlich noch eine Sonnenliege machen. Zeigen wir gleich bei der Brabus, da haben wir das so aufgebaut. Ankerwinde elektrisch ist eine Quickwinde vorne im... Kann man aufmachen, Grad. Oh, ist alles so kalt. Ich gehe nicht rein. Nee. Es geht nicht, sorry. Ich krieg den Finger nicht. Es geht nicht. Ich krieg den Finger nicht da rein. Hier unten können wir vielleicht. Komme ich da rein? Ja. Ne, komme ich auch nicht rein. Es ist gefroren. Hier haben wir noch einen großen Stauraum. Können wir gerade einmal zeigen. Da haben wir den den Sonnenschutz drin liegen und unter anderem das Kissen, um hier die Sonnenliege drauf zu machen. Das Ladegerät sitzt da vorne. Fuck, ist halt kalt. Warum ist das? Hä? Hast du umgeschaltet auf? Gut, nächstes Modell haben wir die Brabus 500. Grundsätzlich als Basis das identische Schiff wie die Axopar 28, auf der wir drauf waren. Was ich gestern schon mal beschrieben habe, aber ich glaube, das ist einfach nochmal zu erwähnen. Was ist der Unterschied zwischen Axopar, dann Brabus Line und Brabus Marine? Bei Brabus Line haben wir ein Optikpaket, wie wir das ähnlich bei Automobilhersteller auch kennen. Ich sage jetzt mal AMG Optikpaket, M-Power Paket bei BMW, was sich vornehmlich auf die Optik bezieht. Und so ist das beim Brabus Line auch. Wenn wir eine Brabus Line haben, zum Beispiel da die Axopar 37, dann haben wir alle Edelstahlteile in Schwarzpulver beschichtet, Klampen, Reling, Roof Racks, Mast, Sonnenstangen und auch die Scheuerleiste in Schwarz und das Axopar-Logo in Schwarz. Wenn ich dieses Brabus Line Optikpaket wähle, dann kann ich auch das Dach in Grau und den Rumpf in Grau, das ist in Kombi dann, und das gesamte oder auch in Miami Blue. Das ist ein dunkleres Blau wie das hier von der Brabus 500. Wenn ich dann eine Brabus wähle, dann habe ich automatisch eine wesentlich, wesentlich höhere Standardausstattung. Ich habe die maximale Motorisierung, die ich bei einer Axopar auch nicht wählen kann. In dem Fall hier 2x250 Performance V8 Motoren. Maximal bei der Axopar 28 sind 2x
200 PS V6 und ich habe entweder eine komplett durchgefärbte Gelcoat-Farbe. Dort haben wir zur Auswahl Grau, was wir später bei der 900 zeigen. Wir haben zur Auswahl ein Grau-Weiß und dann haben wir dieses Glacier Blue hier, was ich an Lager gekauft habe, ich etwas nervös dazu war, ob ich das überhaupt tun sollte. Und wir, glaube ich, alle in der Firma total angenehm überrascht sind, wie gut das aussieht. Wahrscheinlich nicht gerade hier in dem braunen Moselwasser gerade, aber das Schiff geht in Richtung östliches Mittelmeer. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass der Eigner damit sehr happy werden wird. Wichtig ist, dann gibt es noch die sogenannten Black Ops Bravos. Das ist ein bisschen verwirrend alles. Das sind die Bravos, die dann rote Polster haben und so eine grau-schwarze Farbe. Das ist dann nicht mehr Gelcoat, sondern es ist lackiert. Und die kosten auch nochmal etwas on top, weil das eine limitierte Serie eben auf 28 Modelle bei der 28 ist und 37 Modelle bei der Axopar 37 Bravos 900. Es gibt eine Frage zu der Axopar 28, ja, der Motorisierung 2x V6 200. Ja. Ist es möglich, damit zwei Wasserski-Monoski-Läufer zu ziehen? Ohne Probleme, den können Sie damit die Arme abreißen. Speziell die Frage, zwei Läufer auf einmal. Überhaupt kein Problem. Also der Power von denen, was ich machen würde, vielleicht, ich würde einen Vierblattpropeller nehmen. Da gibt es eine Diskussion, Dreiblatt- oder Vierblattpropeller. Ich bin historisch bedingt, weil wir nicht früher so viel Außenborder verkauft haben, eher ein Vierblatt-Typ. Der hat mehr Grip noch, etwas weniger Topspeed minimal und minimal mehr Verbrauch. Aber sie hat einfach mehr Grip. Also Vierblatt-Propeller vom Power überhaupt kein Problem. Ob die Spaß haben, zwei Monoläufer, ist die Frage zusammen. Ja? Also geht man dann auf dieselbe Alleinlänge, dann könnten sie ineinander fahren. Geht man unterschiedliche Länge, könnte der eine dem anderen den Kopf abschneiden. Also weiß ich nicht, ob zwei Monoläufer, das ist für die Zuschauer an Land nett, aber für die zwei Monoläufer vielleicht nicht. Der Bodenbelag bei der Shadow 500, ist der winterfest? Speziell Eis und Schnee? Nein. Schadet das? Nee, schaden tut dir das nicht, aber der ist glatt. Wenn man ein Schiff im Winter nutzen möchte, gibt es, der Name fällt mir nicht ein, ein Boot ohne Belag bestellen und könnten wir drauflegen. Mir fällt der Name nicht ein. Das ist ein aufklebbarer, wir haben das bei Paragon, haben wir diesen Belag. Das ist ein Anti-Slip-Belag, der etwas weicher ist und sehr rau ist. Und der ist ideal für Alljahresnutzung. Wobei S-Tec eigentlich ja aus dem kommerziellen Bereich kommt. Es gibt es ja auf Fahrgastschiffen, auf Fähren und so weiter. Aber also ich habe jetzt auch nicht die idealen Schuhe natürlich an, aber also das ist glatt. Genauso glatt wie ein Gelcoat. Also wir waren stehen geblieben, bei, ich muss mal die Finger, Entschuldigung, ich muss mal einmal gerade die Hände in die Hosentasche stecken. Wir waren stehen geblieben bei Bravos Vergleich Axopar Bravos Line. Wir haben hier eine komplette Durchfärbung des Gelcoats in dem Glacier Blue. Polsterfarbenauswahl ist etwas anders wie bei Axopar. Wir haben dieses Dunkelblau, dann haben wir ein Beige, außerdem dann ein Orange und wenn man eine Black Ops wählt, dann das Rot. Bei uns in der Firma haben sich sehr die Meinungen unterschieden. Viele sagten Blau mit Blau. Ich finde es persönlich, ich habe es ja ausgewählt, ich finde es dadurch, das Boot ist sehr laut in der Farbe und durch die Wahl der dezenten Polsterfarbe finde ich es dann trotzdem wieder einfach wesentlich edler, als wenn man jetzt da noch eine laute Polsterfarbe. Ich sag mal, wenn man jetzt da orange Polster drauf machen würde, dann würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen, ja, over the edge sein. Können wir gleich mal innen reingucken. Kannst du generell was sagen über den Bodenbelag bezüglich Pflege, der sauber zu halten ist, ob es da spezielle Produkte gibt? Das kann der Nico sehr gut. S-Tec oder alle Bodenbeläge, ob das Flexi-Teak, S-Tec, echtes Teak, alle Beläge haben ihre Vor- und Nachteile. Also die Beläge an sich werden auf jeden Fall etwas wärmer wie das klassische GFK, weil es natürlich im Normalen bei der Axopar ist es weiß. Und bei der Pflege
ist die Problematik, dass man natürlich die ganzen Umwelteinflüsse, ich sag mal im Regen sind Abgase drin, zurzeit nicht so viel von Flugzeugen und so weiter. Und das Ganze legt sich dann auf den Boden drauf und das Ganze wird dann mit der Sonne so ein bisschen eingebrannt und so weiter. Also es gibt von S-Tec einen eigenen Reiniger, es gibt von Flexitec einen eigenen Reiniger, wir benutzen aber einen ganz anderen, gell? Was benutzen wir? Das ist so eine Bleach oder sowas, ja. Gell? Ja. Also wir haben ein Produkt, können wir ihm gerne schicken, wo wir das S-Tec auf jeden Fall auch sehr gut mit sauber bekommt, aber das ist schon ein bisschen aggressiver, das benutzen wir auf unserem Waschplatz, also das würde ich jetzt nicht klassisch im Hafen irgendwie in der Marina benutzen. Also das ist einmal im Jahr das komplett gut zu reinigen. An sich bin ich persönlich der größte Fan von gar keinem Belag wählen. Das GFK ist das am besten zu reinigsten. Das ist meine persönliche Meinung. Aber es sieht halt viel schicker so aus. Also ich glaube, es gibt viele Sachen bei Booten sowieso, aber im Leben, die ja schick, aber dann trotzdem nicht pflegeleichter sind. Ja. Eine Frage, ja, von Dimitri. Habt ihr auf einer Axopa 28 ein Lithium-Ionen-Pack verbaut, beziehungsweise Wechselrichter für 230 Volt? Und wenn ja, wo wird das installiert? Wo werden die Batterien platziert? Wo werden die Batterien platziert? Wo steht das System? Also einen Inverter haben wir schon eingebaut mit 1800 Watt maximal von der Größe her. Die Batterien, zeige ich gleich, stehen. Das Boot ist jetzt original von Bravos noch, aber in dem Bereich hier, da steht jetzt, weil wir eine doppelmotorisierte haben, die Servicebatterie und die beiden Starterbatterien sind jeweils Backbordseite und die andere ist da drüben Steuerbordseite. Und dieser Bereich hier, der geht noch ein gutes Stück zurück, wenn man das so sieht. Das heißt, dort unten haben wir ein 1800 Watt Umformer eingebaut und dann kann man hier die Servicegruppe, bekommt man zwei, ich glaube wir haben sogar schon drei, da müsste ich meine Jungs fragen, Batterien eingebaut, das waren aber AGMs und da könnte man theoretisch, wenn man wollte, auch Lithium einbauen. Also von der Seite, von der Größe her ist die Lithiumbatterie in der Größe, hat, wenn wir die von Whisper einbauen, hat 100 Ampere, das heißt man bekäme hier 300 Ampere rein plus einen kleinen Umformer von 1800 Watt, weil das andere, also ein größerer, geht von der Höhe, soweit ich mich erinnern kann, nicht rein. Interieur, vielleicht gibst du noch mal gerade rein, kann ich noch mal gerade so ein paar Details zeigen. Ich habe jetzt nur gerade den Deckel hier natürlich weggemacht von der Batterie. Also es sieht alles schon noch mal mit dem Leder an der Seite einfach noch mal im Detail ein bisschen hochwertiger gemacht, aber noch mal Geschmackssache. Natürlich, aber mit dem Information Display, dem Multifunktionslenkrad, schon alles sehr, sehr schick gemacht. Absolut State of the Art, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier mal gerade in die... Nasszelle. Nico, kannst du mal gerade... Ich will mal gerade den Deckel aufmachen, auch wenn man mal Installationen sieht, wobei das bei der Axopa sehr ähnlich ist. Kann man bei der Axopa sehr ähnlich so wegmachen. Wir sind jetzt hier hinter dem Armaturenbrett. Ups, Entschuldigung. Hinter dem Armaturenbrett. Da sieht man, dass das alles sehr ordentlich, sehr sauber gemacht hat und gut zugänglich. Das Panel kann man auch entfernen und das Panel genauso. Das ist halt auch schon mit dem Lederpanel hier, kommt man unten an das Waschbecken. Schöner schwarzer Wasserhahn, das ist sehr edel gemacht. Kannst du wieder zurückholen? Die Bravos-Modelle werden vom GFK her in derselben Produktion gebaut wie die Axopa-Modelle, werden aber dann in einer anderen Fabrikation nochmal im Detail veredelt. Hier sieht man jetzt die Sonnenliege, das komplett identisch ist zu der Axopa 28. Wird eben gesagt, man kann die Sitzgruppe umbauen, indem man das Polster, was ich eben in der langen
Sitzgruppe hier drin hatte, rausnimmt, den Tisch runterlässt. Auch die Tischbeine haben ein dedicated, also haben ein dedicated place, einen festen Standort, wo sie eingeklippt werden können, dass sie nicht rumfliegen, und tauscht dann die langen Beine gegen die kurzen, legt, macht den Tisch runter und legt das Polster so rein. Und das ist ein gemütlicher Platz, wo man auch, weil man hier die Kante drum hat, schön den Kopf anlegen kann. Oder auch, wenn man zu zweit nebeneinander liegt, man kann sich hier zu dritt oder auf der Seite rüber, hat man ein bisschen mehr Länge. Also es ist gerade durch diese Seitenkanten hier einfach sehr, sehr gemütlich. Mein Mikro noch da, ja, gell? Alles gut, ja. Gell? Gut. Patrick, eine Frage kommt, ob so ein Boot nicht auch mal für den Charter sinnvoll wäre. Ja, dann müssen wir Tom fragen hier. Tom, wie sieht das aus? Nein. Das ist immer so ein bisschen, wie viel darf das dann kosten? Das ist eigentlich so die Hauptfrage. Wir haben so eine Achsepaar 28 in der Top-Ausstattung, kostet in Mallorca pro Tag wie viel? 900 Euro. 900 Euro. Und das ist schon, ich sag mal, obere, also das ist schon kein günstiges Boot für die Bootsgröße. Also Entschuldigung, kein günstiges Boot für die Bootsgröße. Weil wir aber auch jedes Jahr, also alle Boote in Mallorca sind, werden einmal im Jahr getauscht. Das heißt, jetzt kommen wieder die neuen Boote in die Verscharterung, die werden im Herbst wieder verkauft, und dann kommen wieder die neuen Boote in die Verscharterung und im Bootsclub. Aber so ein Boot müsste dann im Bereich von 1500, 1800 Euro kosten, ähnlich wie eine 37, was kostet die 37 am Tag? 1500 Euro. Und dann ist die Frage, der Charterkunde, der Bootsclubkunde, chartert der dann nicht lieber eine 37? Aber ich weiß nicht, wenn genug Leute sagen, hier, nee, sie würden gerne sowas eher chartern, dann machen wir das natürlich. Ja, also das ist eine ganz klassische Angebot- und Nachfragesituation. Aber wir werden wahrscheinlich auf der Palma Boat Show, die ja Anfang Mai stattfindet, eine Kopie von dem Boot hier stehen haben, aber als 28 T-Top. Das heißt Glacier Blue, beige, also Cappuccino-Polster, grau-beige Polster, und dann, ja, aber in Glacier Blue oder als Brabus 500. Parallel zu der Palma Boat Show wird es auch ein Event, da wird es auch noch Einladungen online, natürlich viel Informationen zu geben, wird es ein Event geben, parallel zur Palma Boat Show von dem 28. April bis zum 1. Mai bei uns im Hafen in Callanova, wo dann auch später das Axopar Dealer Meeting stattfinden wird, wo die ganzen Händler aus der ganzen Welt nach Callanova kommen werden, um die neue 45er zu sehen, um die neue Brabus 300 zu sehen. Und dort wird sie eben dann auch dem Endpublikum oder Ihnen gezeigt, vorgestellt werden. Da wird es aber noch detaillierte Informationen von uns dazu geben. Gut, nächstes Modell. Was würde man in einem Produktionsbetrieb immer so sagen, gleich Key Account? Nee, oder, also das wichtigste Boot oder das wichtigste Modell, würde ich sagen, inzwischen für uns aus der Axopar Flotte, hat in dem Volumen und auch in dem potenziellen Markt die 28er sogar überholt. Viele Schiffe davon gehen natürlich nach Mallorca, die gehen an die Ostsee, die gehen an die Nordsee. Die wenigsten gehen leider an den Rhein, aber sie gehen auch an den Rhein. Sie liegen auch hier im Hafen an der Mosel. Also ich glaube, das Boot deckt für uns alle nur möglichen Reviere ab, auch alle nur möglichen Kunden. Von, wie gesagt, Superjacht-Eigner als Tender, als Familienboot, als Weekender, als Commuter. Also Axopar 37 ist die eierlegende Wollmilchsau. Sie kann alles, aber vor allem super gut fahren, vor allem super sicher ihren Eigner, seine Familie, die Crew von A nach B bringen, und das auf einem Geschwindigkeits- und Komfortniveau, was ihresgleichen sucht. Das ist ein aktuelles Modelljahr. Also alle Boote, auf denen wir jetzt drauf waren, sind aktuelle Modelljahre 2022. Das Boot wäre eigentlich auch in Düsseldorf gestanden. Ist eine Brabus-Line mit Sandstone-Polsterung. Wir haben hier vorne mal das Sonnensegel aufgebaut. Wir haben die Sonnenliegenerweiterung vorne. Das ist nicht das Matpack. Das haben wir noch kein Boot bei uns in Traben-Drabach. Wir haben die Galving Doors, die wir auch unter der
Sonnendach aufmachen können. Es gibt eine Frage von Dimitri. Ihr bietet ein Premium-Überwachungskit ja. mit allen Booten an. Was beinhaltet das? Wer ist der Hersteller? Was ist da die Story? Wir haben einmal das Basic-Überwachungspaket. Das bauen wir, das installieren wir sogar in allen unseren Booten im Winter, nicht im Winterlager, aber die in der Auslieferung sind, Gebrauchboote und so weiter. Das überwacht die Batterie. Man sieht den Standort des Schiffes, die Batterie wird überwacht, Temperatur an Bord wird überwacht. Das ist die Basic-Version. Damit, wobei die wichtigste Aufgabe davon ist die Batterieüberwachung, dass man nicht aus Versehen durch ein FI, der rausfliegt, die Kühlschrank hat man an, dass man dann trotzdem die Batterien runterfahren würde. Und das Premium-Paket ist eine komplette Filing, Online-Filing oder wird die gesamte das gesamte NMR-Netzwerk, was das NMR-Netzwerk produziert, wird in eine Art Cloud gelegt. Wann haben Sie getankt? Wo haben Sie getankt? Wie viel Drehzahl ist die Maschine? Wann gelaufen? An welcher Uhrzeit? Also es ist ja alles in dem Netzwerk des Schiffes vorhanden, in dem sogenannten NMR 2000 Netzwerk. Und es geht darum, dass das Ganze eben nicht verloren geht, sondern ständig protokolliert wird und online gestellt wird, dass wir im Nachhinein oder auch Sie selber nachvollziehen können, wann das Schiff wo war, wann sie getankt haben, bei wie vielen Betriebsstunden, also einfach ein gesamtes Tracking aller Daten des Schiffes. Gut, elektrische Ankerwinde hatten wir gestern im Video gezeigt. Was haben wir sonst hier vorne? Hier haben wir das Solarpanel drauf, kann man gerade mal sehen, von Whisper Power. Ist auch Flash da draußen. Da haben wir die Roof Racks hier drauf auch. Wir haben den Mast oben, das ist von uns gemacht, noch die Radarantenne in schwarz und die Antennen, Funkantennen und die Radioantenne in schwarz, dass wir das auch komplett im Detail mit den Brabus-Line von der Optik her durchziehen. Oh, ist hier schön warm. Vielleicht gibst du mir hier innen drin gerade in die Hand, dann kann ich so ein bisschen... Hier haben wir auch die Information Display drin. Wir haben, das Schiff hat einen Joystick. Mit dem Joystick können wir steuern, als auch haben wir Autopilot-Funktion, als auch den genannten Skyhook. Das Armaturenbrett wirkt dadurch, dass wir eben diese Information Display haben, super clean mit dem Brabus Optikpaket Lenkrad, mit dem Alcantara. Genauso haben wir hier diesen Handgriff und auch die Tasche am Fahrstand in Nirox, einem Alcantara. Dann haben wir das Sandstone Polster. Das ist das neue Beige für dieses Jahr. Finde ich sehr, sehr gelungen. Es hat einen ganz leichten Graustich oder ist sehr gedeckt. Sehr, sehr optisch, sehr, sehr ansprechend. Dann haben wir hier den Tisch als optionale Küche. Ob das jetzt wirklich so eine Küche ist, mag ich zu bezweifeln. Man hat natürlich hier unten drunter ein Waschbecken und ein einflammiges Induktionsfeld. Wobei ich glaube, der Hauptvorteil ist, dass man hier einfach ein paar Schubladen hat, wo man ein paar Teller und sonstige alltäglichen Sachen stauen kann, weil in Sachen Stauraum in der Art ist die Axopar natürlich nicht, ich sag mal, das ist nicht ihr Schwerpunkt. Jetzt übernimmst du nochmal, Nikos, weil ich will mal gerade hinten die Achterkabine dann zeigen. Ja, da war noch eine Frage ja. zu eurem Überwachungskit. Wer ja. ist denn der Hersteller von der Hardware und der Software? Yacht Sentinel. Aber da am besten ist da mein Kollege, unser Reese Honeybrook, dem eine E-Mail schreiben und der kann sie da im Detail, weil das ist sein Projekt sozusagen innerhalb Bootepolsch, sich sie da zu beraten bzw. auch um das Produkt zu kümmern. Reese macht, ist der Werkstattleiter, Betriebsleiter, der die ganze Werkstattkoordination macht, aber er kümmert sich unter anderem um Yard Controller, Humphrey und die Überwachungsgeräte. Das ist so sein Verantwortungsbereich. Also da, wenn es da detaillierte Fragen zu gibt, einfach eine E-Mail an Reese schreiben oder wir antworten da gerne auch in dem Chat drauf. Achterkabine, alle Schiffe, wo wir jetzt drauf waren, haben Achterkabine.
In der Achterkabine hat man sehr viel Volumen. Das heißt, wenn man auf einer Achse Paar 37 schlafen möchte, ist die Achterkabine an sich ein Muss. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was bis dato noch keiner so gemacht hat, in ein sportliches Schiff, hier haben wir Fliegengitter, Verdunklung, eine Achterkabine einzubauen, die dann gleichzeitig eine Sonnenliege ist. Da ist Axopar bei der 28 und 37, würde ich sagen, immer noch allein auf dem Markt. Und man, mit der Achterkabine schläft man ruhiger, weil man kein Wasserplätschern hat, vorne durch den Rumpf. Und man hat einfach durch die mehr eckige Form einfach wesentlich mehr Volumen. Wichtig ist, wenn man die Achterkabine nimmt, dass man auf jeden Fall Scheibenabdeckungen dazu bestellt. Weil man natürlich, wenn man auf Toilette geht, muss man irgendwo hier durch den Salon laufen. Die Toilette vorne haben wir hier mit der separaten Wand. Das heißt, auch wenn derjenige jetzt hier reingeht, ist er nicht direkt im Kontakt, wenn ich die Tür zumache hier mit der Bugkabine, kann man gleich mal zeigen, das ist die, sondern die Tür ist jetzt zu und dann kann er auf Toilette gehen. Aber sie gehen natürlich durch den Salon, geht man auf die Toilette und dann hat man hier noch die Dusche als Option in dem Schiff drin. Das ist ähnlich. Ob man da jetzt wirklich duschen kann, ist die Frage. Ich habe das gestern gesagt. Ich glaube, was super interessant ist, wenn man kleine Kinder hat, man hat warm Wasser an Bord, dann kann man hier von hier aus die Kinder irgendwie nach dem Schwimmen, wenn man das nicht hinten auf der Badeplattform machen möchte, kurz abspritzen und muss das Ganze dann den ganzen Sand nicht mit nach Hause schleppen, wenn man vielleicht irgendwie am Strand war. Ja, wir hatten gestern das Thema Tender und die viele Tender haben auch Captains, die auf dem Boot leben und dann die Dusche eben für genau, den Tender. Genau. Genau. Ist kein Komfort, aber es ist. Genau, es ist nutzbar, genau. Gerade weil man warm Wasser hat. Eine Frage vom Frank. Die Axpa 37 haben ja diese Stoffdächer. Ja. Ist euch da was bekannt bezüglich Einbruch? Ist es schnell eingeritzt? Ist da eine Gefahr? Nee, haben wir. Also hatte ich in meiner Kundschaft oder überhaupt, ich habe auch noch nie in Social Media oder irgendwas irgendein Problem damit gesehen. Nein. Also grundsätzlich, als ich das Dach, ich war beim Test dabei, das ist schon 6 Jahre her, mit Jan-Erik Witterla, wurde die Stabilität des Daches für die CE-Abnahme getestet. Und die haben sage und schreibe 1 Tonne in Sandsäcken auf 2 Struts gelegt. Also das sind hier oben diese Metall- oder Aluminiumstangen, die da drin sind. Und das musste das Dach aushalten, ohne eine gewisse Menge Wasser reinzulassen. Das geht darum, man könnte eine schwere Welle oben drüber bekommen und die hat einfach einen gewissen Impact, so und so viel oder eine Tonne Impact. Und dann darf das Dach nicht auf einmal irgendwie zusammenklappen und als komplettes Teil hier im Salon landen. Nichtsdestotrotz kriege ich das natürlich mit einem scharfen Cutter aufgeschnitten und dann kann ich es natürlich, wenn ich es einmal komplett durchgeschnitten habe, kann ich es nach hinten schieben. Was auch am Anfang oft gefragt wurde, ich kann hier oben, wenn ich das so hoch schiebe, kann ich da rausgucken. Ja? Also ich kann das so hochdrücken. Das ist aber sehr angenehm, weil das Schiff dadurch sehr gut belüftet ist und es ist 0,0 ein Dichtigkeitsproblem. Also ich habe noch nie einen Kunde gehabt, der eine Reklamation hatte in Bezug auf Starkregen, Wasser kommt hier oben rein oder selbst bei starker Welle nicht. Aber dadurch, dass wir diese Belüftung hier haben, gibt es aber auch keine Stockflecken. Ich glaube, wenn das hier oben komplett dicht wäre, hätte man ja extrem starke Feuchtigkeitskondensation hier oben und dann wäre garantiert nach 1-2 Jahren diese ganze Decke voller Stockflecken. Also von der Seite, es war für mich von Anfang an nicht ganz logisch, dass es so weit offen ist an der Seite, aber es funktioniert super. Es gibt überhaupt keine Probleme. Und wenn man es jetzt einfach nochmal aufmacht, ist es halt ein extrem wichtiges Feature, um aus dem Boot eben auch ein Boot zu machen, was man neben, ich sag mal, nördlich der Alpen, auch südlich der Alpen nutzen kann. Und gerade in Gebieten, wo man sehr viel Wind hat, ich sage jetzt mal auch Sardinien, Griechenland, wo der Wind einfach auch am gewissen Punkt irgendwie nervt, kann man sich vorstellen, wenn man die Türen zumacht und das Dach offen lässt, wie schön windgeschützt man hier an Bord sein kann. Wenn man nicht die Küche nimmt, sondern nur den Standardtisch, kann man auch hier, wir haben auch schon bei Schiffen die Möglichkeit realisiert, dass man den Tisch runterlässt, Polster dorthin legt, dann kann man hier oben sogar nochmal liegen oder sogar schlafen, wenn man keine Achterkabine hat. Aber auch man kann hier, Sonne steht oben, in der Sonne liegen, windgeschützt. Also mega, also ganz, ganz toller Platz. Und dann im Sommer
würde man wiederum die andere Version machen. Man macht die Türen auf und fährt das Dach so knapp bis über den Fahrstand, dass man von der Sonne geschützt ist. Das heißt, ich sag mal, im Süden fährt man so, Türen auf, die Türen sind auch verriegelbar. So bin ich jetzt von der Sonne geschützt und der Wind zieht hier oben rein und zieht hier wieder raus. Das heißt, ich habe einfach einen komplett Winddurchfluss hier das Schiff durch. Ich kriege den Spray, wenn welcher drüber kam, der schafft es kaum hier direkt rein, der fliegt eher nach hinten. Also absolut mittelmeertauglich. Bastian würde gerne wissen, ob wir eine Aircondition einbauen können für Kabine, Frontkabine, Heckkabine. Überhaupt kein Problem, haben wir 10 Schiffen schon realisiert. Die kommt hier in den Stauraum rein. Hier. Also da unten drunter ist ziemlich viel Platz. Und dann gibt es einen Ausgang in die Achterkabine. Dann gibt es einen Ausgang hier am Fahrstand. Wichtig, dass der Fahrer kühle Luft bekommt. Dann gibt es einen Ausgang hinten in der Ecke der C-Säule, also dort hinten auf der Seite, können wir auch mal Fotos schicken. Genau da hinten in der Ecke ist ein Ausgang und dann gibt es noch einen weiteren Ausgang vorne in der Bugkabine. Und die Klimaanlage ist wichtiger, wie ich am Anfang gedacht hätte, gerade auch im Süden, weil man natürlich, wenn man bei richtig schlechtem Wetter fährt, muss man alles zumachen, dass man nicht zu viel Spray reinbekommt. Und wenn man dann aber trotzdem noch eine UV-Strahlung hat, das ist eigentlich draußen 30 Grad oder 35 Grad ist, dann wird es natürlich hier drin schnell sehr warm. Und mit der Klimaanlage hat man dann die Möglichkeit, komplett verschlossen bei 35 Grad Außentemperatur hier drin kühl zu fahren, noch lange Strecken zu fahren. Also sogar eine Empfehlung, wenn man eine Cabin ins Mittelmeer nimmt. Noah fragt an, ob ihr auch eine Black Ops zeigen können, die im Hangar steht, die in der Ausstellungshalle. Das können wir gerne später noch machen. Dann lass uns eine Uhrzeit dafür machen. Wir machen Nimbus um 1. 15 Uhr. Da kommen die Kunden aber. Lass uns lieber dann später machen. Jetzt kann im Dunkeln, ist ja Licht da. Machen wir um 17 Uhr. Um 17 Uhr gehen wir nochmal live mit den Schiffen, die in der Ausstellungshalle stehen. Nächste Frage. Es gab das Projekt mit einem Diesel-Außenborder an der Achsebar 37, ja. Gleich wie das Boot hier. Was ist denn da der Stand? Wie geht es jetzt weiter mit den Diesel-Außenbordmotoren? Gibt es da Updates? Da gibt es Updates. Das Update, dass wir das Ganze jetzt... Ich mache nochmal die Tür zu, es ist ein bisschen wärmer. Das Update ist, dass wir den Diesel-Außenborder jetzt auch auf einer Nimbus T11, vielleicht gestern kurz in dem Nimbus-Teil gesehen, Nimbus T11 auch getestet haben. Wir werden es als nächstes auf einer Nimbus Achsebar 28 realisieren. Das Projekt, wir haben 2 weitere Schiffe als Tender bereits in Auslieferung oder beziehungsweise 1 schon ausgeliefert. Also das Projekt läuft voll und ganz. Wir werden es an Endkunden von unserer Seite ab dem Modelljahr 2023, das im September losgeht, ganz normal. Wir haben es ja schon auf der Preisliste, aber alle Boote sind jetzt mit Mercury für diese Saison vorkonfiguriert und dementsprechend werden wir mit den klassischen Auslieferung damit zum Modelljahr 2023 beginnen. Aber das Boot, was in Cannes, Monaco war, steht auch online zum Verkauf jetzt mit 100 Stunden. Das ist auch nochmal, da sind nochmal alle Updates drauf gemacht worden, da ist alles überprüft worden am Schiff, auch nochmal strukturell, ob die Achsupar damit klar kam. Das war uns ja auch sehr wichtig, das extra Gewicht, und das ist alles durch die Bank positiv. Gut, Galving-Tür kann man vielleicht vorne noch einmal, dass ich einmal da reingehe in die Bugkabine, weil da waren wir jetzt noch gar nicht. Das ist das Standardinterieur, habe ich in vielen Videos auch, glaube ich, schon gesagt. Ich bin jetzt nicht so der unglaubliche Fan von dem Comfort-Package, aber das ist Geschmackssache. Das ist Standard. Beim Comfort-Package haben wir dann noch mehr Paneele an der Wand. Wir haben eine andere Stofffarbe. Das ist der optionale Schrank-Oberteil, der Unterteil ist Standard. Und dann sieht man hier nochmal ganz gut den Durchgang dann mit der Wand zum Fahrstand hoch. Galving Doors, weiß jeder, dass ich am Anfang ein bisschen kritisch war, aber ich habe meine Meinung dazu geändert. Kritisch, weil ich am Anfang nicht den Vorteil, sondern eher die Nachteile gesehen habe. Ich sage mal, ein gewisses Risiko eines weiteren 2 beweglichen Teile, 2 extra Türen im Schiff. Aber gerade bei Tom habe ich die Kalanova bzw. Onwater, die 2 Charterboote, mehrmals benutzt und habe selbst persönlich erfahren, wie
angenehm das ist, wenn man irgendwie schwimmen war, man hat viel Action gemacht in der Bucht und möchte nicht draußen liegen, sondern möchte sich irgendwie so ein bisschen gemütlich zurückziehen und setzt sich da unten rein und macht aber die Türen auf, sind vielleicht noch Freunde dabei, die quatschen draußen. Man kriegt so ein bisschen was mit, aber ist trotzdem von dem eigentlichen Geschehen etwas separiert und dementsprechend, ja. Und gerade Kinder, wenn die sich irgendwie unten reinlegen möchten, die möchten ja auch immer mitbekommen, was passiert draußen, dann ist die Gulfing Tour auf jeden Fall eine gute Option. Dann haben wir Brabus 900. Wir sind gestern ja eine Runde noch mit gefahren, haben wir im Intro ein paar, kann man vielleicht unten gerade mal einblenden, die läuft eh schon, okay, ja, ist gut. Die Brabus 900, ja, also das ist, das macht so viel Spaß, damit zu fahren, dass man das nur so bedingt in Worte fassen kann. Der Tom hat ja so ein Schiff auch, durfte so ein Schiff überführen, kann man schon sagen, von Düsseldorf nach Koblenz im August diesen Jahres. Und ich weiß nicht, wie viele hundert oder tausende Stunden er schon auf Axopar-Modellen auf Mallorca und inzwischen auch, weil eine Brabus 900 Santop liegt ja bei uns in Calanova, wie viele tausende Stunden er schon auf Axopars gefahren hat. Und nichtsdestotrotz hat dieses, und auf dem wunderschönen Mittelmeer, in schönen Buchten, blaues Wasser, nichtsdestotrotz, wenn man sich das Video am Rhein anguckt, merkt man sehr gut, wie sehr das Schiff dazu beigetragen hat, dass Tom einfach nur einen Adrenalinschub und ein Glücksgefühl hatte, mit einem Boot dieser Art 200 Kilometer, 250 Kilometer beim Rhein zu fahren. Ja, das ist ein absolutes Highlight. Das ist, ja, denke ich, gerade ein Beispiel dafür, dass diese Kooperation zwischen Brabus und Axopar einfach eine ganz andere, also das Boot einfach nochmal auf ein anderes Level hebt, ohne dass das Grundboot ein komplett anderes Boot ist. Wir sprechen hier von einem Topspeed von bis zu 60 Knoten, die aber fahrbar sind, weil man einfach hier in der Kabine geschlossen sich sehr, sehr sicher fühlt, aber auch sehr sicher ist. Also wenn man mit dem Schiff 60 Knoten fährt, dann fühlt man sich, als wenn man mit anderen Schiffen 30 Knoten fährt. Natürlich muss man die Geschwindigkeit respektieren, gerade wenn es um andere Bootsfahrer oder andere Teilnehmer im Verkehr geht, weil keiner rechnet damit, wenn man mit 60 Knoten irgendwo angefahren kommt. Das ist aber genauso, wie wenn man mit 250 auf der Autobahn kommt und jemand fährt 130, dann ist es auch die doppelte Geschwindigkeit. Und das muss derjenige, der eben diese hohe Geschwindigkeit fährt, muss das einkalkulieren, wie könnte der andere in dem Moment reagieren, der diese Geschwindigkeit nicht fährt. Und dasselbe gilt hier genauso. Es gehört sehr, sehr viel Respekt vor der Geschwindigkeit dazu und vor allem, dass man sehr vorausschauend in der ganzen Sache sich verhält. Es gibt eine Frage zur Reichweite von der Axopar 37 mit V8 300 gegen den Diesel aus dem Border. Maximale Reichweite. 30% beim Diesel mehr, 25%. Das heißt, bei der 37 mit V8 haben wir so 220 Seemeilen. Das ist so, und bei dem Diesel-Außenborder gehen wir so auf 280 Seemeilen, knapp 300 hoch. Wobei das ist natürlich ein Argument für den Diesel. Das Hauptargument für den Diesel ist die Zugänglichkeit von Benzinkraftstoff in vielen Revieren. Also ich sage jetzt mal die Nordsee, aber auch Teile in Norwegen, aber auch der Tender, der auf seinem Mutterschiff Diesel hat ohne Ende, aber für Benzin in irgendeinen Hafen reinfahren muss. Also die Kraftstoffzugänglichkeit ist einer der Hauptgründe für einen Diesel-Außenborder. Man darf nicht vergessen, dass der Diesel-Außenborder über das Doppelte kostet wie der Benziner, wie der Verado. Und also man kann das nicht reinfahren mit Kraftstoffverbräuchen, sondern es sind andere Argumente, die für den Motor sprechen. Im Interieur haben wir anders wie bei der 500, bei der 900 Leder, sehr ähnlich wie wir das von den Brabus Fahrzeugen kennen, wobei das jetzt hier in komplett schwarz ist. Man kann in Zukunft schon mal gleich ein Polster, nee, können wir vorne, ich gehe vorne rein, kann man, das zeigen wir nachher, wenn wir um 17 Uhr die 900 zeigen. Die ist mit hellem Interieur, finde ich persönlich aus meiner Sicht ein bisschen, gerade wenn es in Richtung Mittelmeer geht, etwas heller, ein bisschen freundlicher. Das heißt,
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Polsterung. Es gibt in Zukunft im Salon diese Kombi, das heißt, die Ränder sind in schwarz und die Sitzfläche in grau, oder man kann sie auch eben komplett grau haben. Auch in dem Schiff haben wir jetzt hier, oh, der Nico. Auch in dem Schiff haben wir jetzt hier die Toilettenkabine drin. Einfach hier ein paar Details anders. Das Waschbecken steht hier auf der Seite. Bei der 28, bei der 37 war es ja direkt neben der Toilette, weil wir hier auch keine Option der Duschkabine haben. Und dann haben wir hier wieder auf der Seite die Toilette und die ganze Wand ist in so einem Rauch, also im grau gehaltenen Glas. Was sehr lustig ist, weil das sind so Details, die haben wir eben bei der Axopar nicht. Wir haben hier ein Safe drin. Ja, also der ist standardmäßig bei der 900, gab es bei der alten 800 schon, der hier über einen Code, über ein Touchpanel zu bedienen ist, wo man dann zum Beispiel seine Bootspapiere reintun kann. Oder auch Schlüssel, wenn man das Boot mit Freunden teilt, kann man die hier sicher stauen und nur der den Code kennt, kommt an die Schlüssel dran. Ja, jetzt wo wir auf der Shadow 900 bzw. Axopar 37 ist, wie ist das hier mit Lithium-Pack, Wechselrichter, 230 Volt? Auch was Batteriegewicht angeht. Bei der Axopar 37 als auch bei der 900 gibt es sogar von Axopar Original ein Lithium-Pack. Kann man dort mitbestellen. Das hat 300 Ampere. Wir haben aber auch schon mehr eingebaut. Das ist aber Bedingung dafür, ist aber, dass man keine Achterkabine wählt. Wir haben es aber auch schon mit Achterkabine realisiert. Dann wird das Standard-Pack getauscht. Gewicht von diesem. Es gibt zwei Versionen, Lithium an einem Schiff zu realisieren. Es gibt die Version, dass man die Bestandsversorgungsbatterien ersetzt durch Lithium. Das müsste man dann auch machen, wenn man bei einer Achterkabine Lithium installiert. Dann bekommt man maximal 400 Ampere rein plus Wechselrichter. Dann hat man überhaupt keinen Gewichtsunterschied. Im Gegenteil, man ist sogar leichter. Die Lithiumbatterien sind etwas leichter wie die AGM-Batterien. Zusätzlich kommt halt der Wechselrichter, weil den möchte man wahrscheinlich installieren, sonst macht Lithium wenig Sinn, um dann die Klimaanlage zu betreiben oder auch ein Ceranfeld. Wenn man die original Axopar-Version nimmt, die finde ich auch gewisse Vorteile hat, die geht aber nur mit Wetbar und Multistorage und Open Aft Deck, dann hat man parallel hat man eine weitere Batteriegruppe. Wir haben ja jetzt original Backboard, Steuerbord Batteriegruppe, Heavy Aux, das ist eine weitere Batterie, die vorne sitzt für die Ankerwinde und die Bugschraube. Und dann haben wir die Versorgungsgruppe. Und wenn wir das Pack nehmen von Axopar /Brabus, dann haben wir eine vierte Batteriegruppe, die komplett autark ist für die 230 Volt Versorgung. Ähnlich wie ein Generator. Das heißt, diese drei Batterien, 100 Ampere Lithium, sind nur für die 230 Volt Versorgung. Das heißt, die kann man noch komplett runterfahren. Man kann auch keinen Fehler machen. Man macht die Klimaanlage an. Und wenn die Klimaanlage irgendwann ausgeht in der Bucht, sind die Batterien halt leer. Aber es ist komplett disconnected von der Versorgungsgruppe. Ist vom Handling her, finde ich, sehr logisch im Vergleich zu, wenn man die Versorgungsgruppe nutzt, ist halt die Gefahr, dass die Klimaanlage dazu führt, dass man nachher keinen Kühlschrank mehr hat oder kein Licht mehr hat, theoretisch. Wobei, um kein Licht mehr zu haben, so leer kriegen sie die Lithium gar nicht. Aber man hat vielleicht keine Kühlschrank oder keine Musik mehr an Bord. Wobei die Starterbatterien natürlich immer komplett separat sind. Das heißt, man kann niemals mit Musik, Klimaanlage oder irgendwelchen diesen Sachen die Batterien runterziehen. Eine Frage zum Sonnenschutz. Können wir den Sonnenschutz verändern, dass wir weniger Einstrahlung von der Seite noch bekommen, also mehr Schutz für seitliche Sonne? Beziehungsweise können wir generell was gegen die Sonneneinstrahlung auf dem Boot machen? Wir haben ja einen eigenen Sattler und das ist ja so eine Stärke von uns, dass wir sehr viele Gewerke hier in-house haben. Das heißt, wir können ihnen einen individuellen Sonnenschutz machen. Der hat dann nur, um mehr Breite zu bekommen, wird der ähnlich wie bei einer Nimbus 4 Sonnenstützen haben, um den Gangbord, sozusagen den Bauch des Schiffes mitzunehmen. Jetzt gehen wir ja vom Dach aus gerade nach vorne auf zwei Sonnenstangen. Und was wir machen müssten, und das, wie gesagt, ist kein Problem zu realisieren, ist, wir müssten von dem Dach erst auf die Außenseite des Gangbords gehen, zwei Sonnenstangen, um dann vorne ins Zentrum des Schiffes zu gehen. Und dann zusätzlich könnte man bei dem Sonnenschutz noch einen Reißverschluss an der Seite dran machen, um Seitenteile zu installieren, die auf beiden Seiten funktionieren. Das heißt, die Sonne kommt ja dann, wenn sie flacher geht, entweder von Steuerbord oder von Backbord. Dann könnte man dementsprechend realisieren, dass man in einer Art Vorhang
der vielleicht, haben wir auch schon realisiert, aber bei einer Nimbus 405, glaube ich, ich sag mal, im Bereich von einem halben Meter bis Meter ist, der dann zur Reling abgespannt wird. Auch wieder aus dem Solstice-Material, das ist wichtig. Es muss dieses Lochmaterial sein, weil sonst, wenn der Wind rein oder der Wind die Sonnensegel schnappen würde oder der, ja, wie sagt man, der Wind, in Englisch, ist egal. Wenn der Wind dort reingeht, würde das Sonnensegel wegfliegen. Und dementsprechend sind die Sonnensegel, auf ein, heißt Soltis, ist ein Lochmaterial, das bricht die, das Sonnenlicht, aber nicht so, sonst kann der Wind keinen Druck aufbauen. Es gibt eine Frage für die Axopar 45, das passt natürlich gut als Überleitung. Habt ihr auch eine Axopar 45, die ihr zeigen könnt? Nein, leider nein. Also wenn wir die zeigen könnten, dann wären wir sehr, sehr glücklich. Die Axopar 45 sollte ja eigentlich in Düsseldorf stehen. Ist, würde ich sagen, das meist erwartetste Boot in dieser gesamten Branche. Und sie wird zu 95%, ich würde sagen 100%, in Palma zu sehen sein. In der Parallelveranstaltung zu Palma Boat Show, die ich eben schon erwähnt habe, in Calanova bei uns im Hafen, auch öffentlich zugänglich für natürlich Besucher, am besten mit Anmeldung, dann können wir das auch sehr gut koordinieren, da wird sie auch dann Probe zu fahren sein. Das wird sein vom 28. April, also es ist der Donnerstag vom 1. Mai. Ich meine, der 1. Mai ist ein Sonntag, 28. bis 1. Mai. Da wird es aber noch gezielt von uns auch so direkte Mailings, Social Media und so weiter geben, dass man sich auch dort bei dem Termin das Schiff sich gut anschauen. Und dann wird das Schiff natürlich auch nach diesen Tagen noch wahrscheinlich ein paar Tage in Mallorca für Fotoshoot sein und so weiter. Das heißt, wer dann an dem Termin nicht kann, nicht in Mallorca sein kann, wird natürlich, kann man auch eine Möglichkeit finden. Aber das wird der Prototyp sein, ganz wichtig. Dann wird es Vorserienboote geben und dann wird es irgendwann eine Serienproduktion geben. Von der Seite, das ist alles durch Covid, durch Produktionsengpässe und so weiter, ist das Ganze, hat sich ein bisschen verschoben. Als Endkunde möchte ich Ihnen ist meine Einschätzung für Endkunden, eine Bestellbarkeit einer 45, einer Auslieferung, ist zu rechnen für die Saison oder für ein Modelljahr 2024. Das heißt, es wird 23 schon Modelle geben, aber man darf nicht vergessen, es gibt 50 Axopar-Händler weltweit. Jeder Händler möchte die Schiffe haben. Das heißt, um jeden Händler zu versorgen, jetzt nehmen wir mal eine Suntop und eine Crosscabin, sind schon 100 Boote weg. Und die 100 Boote sind erstmal dafür nötig, damit jeder Händler auf der Welt potenziell weiteren Kunden Boote verkaufen kann. Jetzt wird nicht jeder Händler eine 45 kaufen, aber ich würde gerne, ich brauche eine hier, am besten zwei. Und Tom braucht eine in Mallorca. Und also von der Seite sind allein in unserem Demo-Boot, das sind ja schon 3 oder 4 Boote. Und so gibt es in den USA Händler, die viele Standorte haben, die brauchen 8 Demo-Boote, um ihre Unterhändler alle abzudecken. Also von der Seite ein Endkunden zu nutzen des Boot Modelljahr 2024. Vorher ist es nicht realistisch. Gut, was haben wir denn? Immer die Fragen zwischen, dann verliere ich so meinen Leitfaden. Bei Bravos haben wir schon mal gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr viel Optionen, die Standard sind. Wir haben zum Beispiel hier das Audio Pack 3, das ist ja ein Bootepolch Audio Pack, das wir realisieren bei den Axopar 37ern. Das gibt es hier bei der Bravos 900 sogar Standard. Hier in dem Schiff haben wir auch einen Inverter eingebaut, damit der Kunde eben auch unterwegs mal sich mit einer Nespresso-Maschine einen Kaffee kochen kann. Das ist auch möglich ohne ein Lithium-Pack. Das heißt, mit den Standardbatterien, die 2 Versorger sind, die werden dann erweitert auf 4 Versorger, das ist 400 Ampere AGM. Das kommt automatisch in den Preis zusammen mit dem 3,5 kW Umformer und so kann man dann, wie gesagt, ohne Probleme sich in der Küche mit einer Nespresso-Maschine einen Kaffee kochen. Dann hat das Schiff hier noch eine FLIR-Kamera bekommen, das ist eine Nachtsichtkamera. Das hilft sehr, wenn man, ich sag mal, auch abends noch oder in die Nacht rein das Schiff nutzen möchte. Das Schiff hat ja die Camouflage oder das Camo-Wrap, das ist ja eine Option. Wirkte in der Ausstellungshalle bei uns, finde ich, etwas zu aggressiv, etwas laut. Im Wasser ist es wesentlich harmonischer. Also es ist so ein bisschen ein Blau, also nicht ein Blaugrau, es ist ein Grau mit einem ganz leichten Blaustich. Die Grundfarbe des Schiffes ist das graue Gelcoat. Es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht so oft in irgendeinem Hafen sehen wird. Aber man muss natürlich schon ein bisschen extrovertiert sein, um sich sowas zu kaufen. Aber ja,
Frage, ja. Gibt es die Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen durch Extratank, Zusatztank? Bei welchem Modell? Axopa 37. Mir hat gerade ein Kunde sowas geschickt. Es gibt in den USA sehr viele die sehen aus wie große Fender. Also es gibt so Erweiterungstanks, die man sich in die Pflicht legt. Aber das ist auf dem Level, das muss der Eigner, also ich finde es immer kritisch, wenn man auf offenem Meer Kraftstoff umpumpt, finde ich eine kritische Situation. Also das würde ich selber nicht machen. Also die Frage ist, wir haben Eigner, die schon von Menorca nach Sardinien gefahren sind, wir haben Eigner, die von Menorca nach Südfrankreich gefahren sind. Also wenn wir jetzt mal das westliche Mittelmeer sehen, sind alle Strecken, die im westlichen Mittelmeer Sinn machen und ich würde sagen, schon für manche 60-Fuß-Schiffe, den eigenen 70-Fuß-Schiffe, eine nervöse Nacht davor bescheren, weil sie sagen, ich fahre 200 Seemeilen übers offene Meer. Die sind alle realisierbar. Ich weiß jetzt nicht, warum man noch mehr braucht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man gerade irgendwie im Bereich der Nordsee unterwegs ist und dann kommen wir wieder in den Bereich, dass die Kraftstoffversorgung zu schlecht ist. Aber von der reinen Range, dass man von A nach B möchte, sind 200 Seemeilen. Das sind 360 Kilometer. Wenn man die an einem Tag auch mit der Axopa, die sehr komfortabel fährt, am Stück fährt, das ist schon eine Nummer. Also das ist so das Maximale. Ich bin so maximal 250 an einem Tag gefahren. Aber das ist schon, also man kann zum Beispiel so ein Gefühl zu kriegen. Man schafft es von, schon selber gemacht, von Larac bis Olbia. Larac ist bei Cannes und Olbia ist im Nordosten von Sardinien. Diese Strecke schafft man mit einer Tankfüllung. An der Grenze, aber man schafft's. Und das ist schon so, also danach wollen sie aber auch zwei Bier trinken und sagen, war ein cooler Trip, aber gut geschafft. Habe ich also, mit dem Daniel zum Beispiel mal gemacht. Man fährt Mallorca-Ibiza, Mallorca-Ibiza. Also dreimal die Strecke Mallorca-Ibiza mit einem Tank. Genau. So langsam wird's warm, gell? Gut. Ja, ich könnte jetzt noch ohne Ende plappern, das ist immer so die Frage, der Live ist ja auch, wie gesagt, um Fragen zu beantworten. Ich wollte jetzt, wir werden von den Booten nochmal Erklärvideos im Detail machen, dafür liegen sie natürlich auch im Wasser. Wir hatten eigentlich vorgehabt, die Erklärvideos zuerst zu machen, um dann live zu gehen, wobei die Wettervorhersage hier jetzt im Februar mit dem Wetter, was wir heute haben, haben wir natürlich umdisponiert. Deswegen war das gestern auch, ich würde sagen, etwas holprig. Weil wir eigentlich gar keinen Vorlauf haben. Wir haben eigentlich Sie haben gesehen, wann wir die Ankündigung vielleicht gemacht haben, am Freitagabend. Dann am Freitagabend haben wir entschieden, dass wir live gehen, anstatt dass wir Videos machen, Erklärvideos. Ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre jetzt hier am Regnen oder Nebel noch mit dem Wetter hier, kann man sich ganz gut vorstellen, warum man überhaupt so einen Sonnenschutz auf so einer Crosscabin braucht. Was sonst im Februar, ich glaube, an der Mosel ein bisschen schwierig zu zeigen ist. Das war's von der Axopa Flotte hier bei uns in Traben-Trarbach. Ich möchte mich bedanken für die Fragen vor allem. Also das Ganze steht und fällt ja mit Interaktion. Ich wüsste gar nicht, wenn jetzt gar keiner gefragt hätte, wäre ich glaube ich sehr nervös geworden. Also ich möchte gerade für diejenigen, die Fragen gestellt haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass diese Kommunikation stattfinden konnte. Und wir werden um 17 Uhr nochmal in die Ausstellungshalle gehen, haben wir ja schon gesagt. Das werden wir wahrscheinlich aber auch dann mit Nimbus-Modellen dort kombinieren. Also für die Axopa-Fans nicht irritiert sein. Da wird es zuerst Axopa 900 dann geben für die Nachfrage und danach noch die Nimbus 405 oder andere Nimbus-Modelle, die wir dort in der Halle haben. Und ja, schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Fragen offen geblieben sind. Und um 13 Uhr gehen wir dann nochmal live mit der gesamten Nimbus-Flotte. Vielen Dank. Danke Nico, danke Tom. Bis bald.